Der Buddy? Der Buddy. Hallo, guten Abend. Sekunde, ich muss mal kurz meinen Schreibtisch hier sortieren. Ich habe mir was zu trinken geholt und... Ach, verdammt. Einen Moment bitte. Bin gleich für Sie da. Der nächste freie Magiehammer ist für Sie reserviert. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Wir sind gleich für Sie da. Bitte warten Sie noch einen Moment. Und hören Sie sich diese Werbung an. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, kriegen Sie dieses Messerset gratis dazu. Ach Moment, Sie hängen ja schon in der Telefonschleife. Sie können ja gar nicht anrufen. Und wenn Sie diesen Drucker reparieren, erhalten Sie das Bundesverdienstkreuz gratis dazu. So. Hallo. Oh. Es ist zu anstrengend für so einen Gamerarm. Dann habe ich nur Emote-Chat an. Nein. Buddy, wie geht's dir? Guten Abend. Ich habe... Buddy leckt an seinem eigenen Namen. Interpretiere ich das so richtig? Ich sehe schon, die Kamera ist out of focus. Ja. Und scharf. Joa, geht so weit. Oh, ein Weltmeisterbrötchen. Ich darf morgen nicht arbeiten. Nein, ich habe ja jetzt durch die Samstags- und Sonntagsarbeit genug Überstunden für eine ganze Woche zusammen. Und ja. Ich habe mir gesagt, ich soll jetzt mir in dieser Woche noch einen Tag aussuchen, wo ich nicht zur Arbeit gehe. Also habe ich morgen spontan frei bekommen. Ich weiß zwar nicht wofür und vermutlich werde ich nur pennen und naja, aber... Ich habe, ja, ach naja, ich muss sagen, es hat zuletzt relativ viel Spaß gemacht. Samstag und Sonntag, das war durchaus unterhaltsam. Ich habe schon gesagt, dass erstmal ohne irgendeinen anderen Kollegen einer Gebäudeleittechnik. Das heißt, alle Meldungen kommen bei mir an und ich darf sie verwalten. Und es hat dann schon ein bisschen was von einem Strategiespiel.
priorisieren, okay, was ist jetzt, was sind wichtige Meldungen, was sind nicht so wichtige Meldungen, welche sollte ich jetzt zuerst bearbeiten, welche Person kann wohin und wo befinden sie sich, wer ist wofür zuständig, was gehört dahin. Kann das schnell entstört werden? Muss das, braucht das ein bisschen länger? Können die anderen trotzdem weitermachen? Das hat schon Spaß gemacht. Mal gucken, ob ich Ende des Jahres auch nochmal den Test mitmachen kann. Spaß. Mir hat das durchaus Spaß gemacht. So, aber ich habe da noch etwas anderes, das Spaß macht, nämlich, was für eine Überleitung. Black and White startet gerade. So, wir sind im Land der Wikinger, auf der letzten Insel. Und leider muss ich da die Musik von Blut und Wein ausmachen. Apropos Blut und Wein. Oh nein, ich habe schon wieder vergessen, das anzuzeigen. Ach Mann. Klappt das? Buddy, sag mal bitte, ob das klappt. Ja doch, das sieht ganz gut aus. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Das war mehr so, nee, geschrieben und du betonst es nur so, nee, ja, so. Ja, okay. Also mehr Spaß. So, ich brauche irgendwie eine Menge Nahrung für meine ganzen Soldaten. Ich habe mittlerweile durch die Verbündeten das hier erobert. Und das hier erobert. Minenarbeiter. Mit denen. Ach, die müssen. Brauchen die hier irgendwo noch ein Tor geöffnet? Nö. Wir sind ja schon hier drin. Was ist denn mit denen? Warum können die nicht anfangen? Bodenlose Mine. Geh zum Lagerhaus. Die wollen alle zum Lagerhaus gehen. Können die das Lagerhaus nicht erreichen? Warte mal. Lagerhaus, Lagerhaus, Lagerhaus. Lagerhaus, Lagerhaus. Oh, warte, da ging's gerade. Hier, da, warte. Da. Bald werden in den griechischen Lagerhäusern nur noch Ratten leben. Oh. Na gut. Mal gucken. Habe ich hier eigentlich noch irgendwie spezifische Missionen irgendwo rumfliegen? Schädel. Ist natürlich toll, jetzt mitten in der Dunkelheit nach was zu suchen. Und die hängen in der Luft. Gefühlt schon. Genug! Lass die Azteken ein für alle Mal triumphieren! Okay. Oh. Doch. Nee, so war das nicht gedacht. Ich habe aus Versehen Komma statt Dingens gedrückt. Mal gucken, ob er es aktiviert. So, was brauche ich denn noch, um zu siegen hier eigentlich? 6800 Eindruck. Und eine Menge mehr an Soldaten.
Nahrung. Eine Menge mehr Nahrung. Kann auch bestimmt noch hier so einen kleinen Markt einbringen. Und noch so einen kleinen Markt irgendwo hier hinten. Kriegen wir das vielleicht hin? Hier die... Bekehrter Deuter. Ja, es klappt. Sehr schön. Da ist kein Haus mehr rein. So, und hier kommen dann auch nochmal Märkte rein. Hier so ziemlich einmal alles. Und vielleicht auch nochmal so ein paar Sachen wie die hier und die hier und die hier und die hier. Altersheim wäre auch nochmal ganz sinnvoll. Für die ganzen öffentlichen Strukturen hier. So. Es dauert erstmal ein bisschen, bis die alle wieder... Ach na, guck mal, die bauen und fangen schon an mit dem Transport der Baumaterialien. Ich habe tatsächlich genug Nahrung, Holz und Erz. Das ist mal ganz was Neues. Hui. Okay, der Gegner setzt seinen Wundermoment gar nicht ein. Blub. Ja, trotzdem mal ein bisschen mit. So wie zum Thema, der setzt sein Wunder nicht ein. Die Musik ist immer diese... Der Gegner greift einen mit einem Epos an. Na, guck mal, ich habe sowas ähnliches wie ein Epos. Ich habe ja... Ne, aber... Ne? Hier drüben waren ja... Oh, sag bloß, ich treffe. Nee, tue ich nicht. Oh ja, das sieht schon besser aus. Diese Verluste werden meine restlichen Truppen motivieren. Mhm. Er ist minus 20 Eindruck. Ach, weil er den Baum rausgerissen hat. Und gefuttert hat.
Hauptsache, die Gebäude werden hier nach und nach gebaut. Dann ist eigentlich der ganze Rest schon von selbst erledigt. Ich kann hier hinten vielleicht nochmal erst das Wasserwunder auswählen. Nicht, dass ich hier Meteor auf meine eigenen auf meine eigene Holzfarm setze. So, jetzt haben wir erstmal genug Holz. Und dann bauen wir mal manuell ein bisschen mit. Yes, just put more fiber in its diet. Was? Fiber, ist das nicht dieses Glasfaser-Ding? Weil Holz. Ja, okay. Wie üblich, hey, ich helfe mal ein bisschen beim Bau. Das ist leider nicht allzu beeindruckendes Gebiet, sodass die relativ wenig Eindruck geben, die Gebäude. Erz. Das Gebiet wäre mehr beeindruckender mit einem Staudamm. Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Nein, hier ist gerade. Ich habe den Einwohner in Stein, in Erz, weiß ich nicht, erdingst. Und 180 ist schon. Ah. Sie sind zu stark. Es ist vorbei. Das Reich der Azteken, das die Jahrtausende überdauert hätte, liegt in Trümmern. Ich hatte die Griechen schon fast besiegt. Und nun sind sie aus dem Nichts zurückgekehrt, um uns zu vernichten. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Die Griechen hatten einen Gott. Ohne ihn hätten wir sie zermalmt. Gewonnen. Die Welt ist unser. Denkt an die Städte, die wir bauen können. Denkt an die Zukunft. Ich habe nie an dir gezweifelt, Boss. Ha, heißt das, wir können niemanden mehr alle machen? Totale Verwüstung. Ist schon klar, dass wir eigentlich mit roher Gewalt gewinnen wollten, oder? Was? Wollten wir das?
So, jetzt kommen hier nochmal 206 Menschen an. Mit 44.000 Holz, 33.000 Erd, 36.000 Nahrung. Yay. Und wir können das Vulkanwunder wirken. Können wir nicht. Weil ich erst die Stadt erobern muss. Tempel. 1500 Eindruck. Nicht mehr erwartet. Ja, und jetzt fangen wir an. Alles hier vollbauen. Nein. Nein. Besser nicht. Ah. Nein, ich bin da mal weg. Wie Ronny von Elysium. Ich kann den Chat gerade nicht runterscrollen. Nein. Wo kann ich den Chat hier runterscrollen? Ah. Na gut, ich drück mal eben auf die goldene Schriftrolle hier und dann schauen wir weiter, ja? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Trotz aller Widrigkeiten habt ihr das griechische Volk zu neuem Leben erweckt. Ihr seid wahrhaft ein Gott. Ihr wolltet Krieg als Taken? Da habt ihr's. Wir haben gewonnen, Boss. Ah. Kein DLC-Gebiet. Ich habe nur das Original. Ja, der Werteherr macht mit. Ach ja, stimmt ja. Man kann hier die. Hui. Kaputt machen. Man kann den Hintergrund auch rumscrollen und. Ja, dann scrollen die Buchstaben da hin und her. Bleiben immer in ihrem Gebiet. Ja. Erstmal irgendwohin weit wegschieben, ne? Ja, das war Black and White. Das ging jetzt irgendwie relativ schnell. Naja. Wir beten zu den Göttern. Wenn es einen Aztekengott gibt, erhöre uns! Meteor! Nur 38% gut. Naja. Ja. Erobere das Land. Mehr Aufgaben gab es hier nicht. Hm. Oh. Achso, doch, alles gut. Diese Wikinger. Bestimmt werden sie sich mit uns gegen die Azteken verbünden. Und eine Kreatur haben sie ebenfalls. Wir müssen aber eine Stadt bauen. Unser Volk muss nämlich wachsen. Los, sehen wir uns mal die Wikinger an. Hey, die haben denn noch... Konzentriert euch. Dann könnt ihr dank eurer himmlischen Macht seine Gedanken lesen. Was? Griechen in meiner Heimat? Aber die Azteken hatten sie doch ausgelöscht. Meister, warum? Wenn wir eine beeindruckende Stadt bauen, schließen sich die Wikinger uns an. Aber mit einer Armee könnten wir sie jagen und über die Klinge springen lassen. Das ist die Karte von wegen Fälle alle Bäume.
Was hat sie hier mit auf sich? Mauerbau. Warum bin ich jetzt wieder auf dieser Insel? Kommt, Herr. Wir müssen mit dem Bau beginnen. Wir sollten mit dem Häuserbau beginnen. Ich drück mal einfach Escape, speichere das Spiel auf einem neuen Spielstand. Drücke Spiel beenden, gucke mir das Hauptmenü an. Ländername 4. Ländername 4. 9. Ja, okay. Ja, dann haben wir tatsächlich Black and White abgeschlossen. Ich scroll mal eben kurz den Chat wieder runter, dass ich sehe, was da so los ist. Fasernhalt oder auch Ballaststoffe. Das Gebiet wäre mehr beeindruckend mit einem Staudamm. Ja. Aber man sieht die Trümmer. Totale Verwüstung. Ja, da wurde gerade ein Meteor graduiert. Der Kreislauf des Gaming. Ja, also hätte gedacht, wir haben heute noch ein bisschen. Ich wusste nicht, dass ich schon so weit war in der Welt. Ja gut, ja, das war Black and White. Hat mal wieder Spaß gemacht. Habe ich ja zwei Spiele hintereinander beendet. Mensch. Lass mich mal auf den Streamplan schauen. Morgen ist Davorion dann. Übermorgen Tetris. Am Freitag entweder Dungeons 4 oder Rock Raider. Ja, damit kann ich ja schon mal Black and White vom Samstag auch rausnehmen. Das hat die dann auch als Option reingesetzt. Ich weiß nicht, wie lange Rock Raiders noch gehen wird. Immerhin hast du das Game umgestellt. Ich mach das mal kurz nach das Chatting. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Ich habe schon wieder keinen Plan, was ich als Alternative jetzt spiele. Ich könnte wieder Icarus weitermachen. Ich muss ja auch noch irgendwie wieder aus dem Gebiet rauskommen. Entschraudet. Aber das kommt doch erst morgen raus. Und ich weiß auch noch nicht mehr, ob ich mir das direkt zu Release holen wollen würde. Wie viel kostet das eigentlich? Das ist eher so meine Sorge. Eigentlich will ich im Moment gar nicht so explizit Sachen kaufen. Ach, es gibt noch gar keinen Preis dafür. Oh Mann. Wieso gibt es denn keinen Preis? Ich muss auch noch gucken. Ja, dann warten wir erstmal noch ein bisschen. Ja, und währenddessen geht Palworld durch die Decke. ...93% positive Bewertung bei 60.000 Rezensionen. Nun. Bitumen? Soll ich jetzt einen wissenschaftlichen Beitrag über Bitumen halten? Wie geht's Palworld? Ja, lieber NTSC World, ich weiß. Ja, NTSC World. Ach ja. Oder doch Seekamm. Was? Davon habe ich noch nicht gehört. Ach so. Ja, okay.
Wieder diese Franzosen. Sequentiell Couleur à Mémoire. Ja, das war's ja schon. Wo kommt denn das E her? Und das M? A, M, C, ja. Das E fehlt um E. War eine vor allem in Frankreich, Osteuropa und Teilen Afrikas gebräuchliche analoge Fernsehnorm für die Farbübertragung im analogen Fernsehen. Sie wurde von Henri de France hergestellt, entwickelt. Natürlich. NTSC, Seekam, PAL, PAL, Seekam, no info. Bastian, Arktis hatte keinen offiziellen Standard für Funk und Fernsehen. Eieiei. Scam. Oh, ja, okay. Seekam. Ja, ja. Das E haben sie, glaube ich, tatsächlich. Oh, haben sie, also. Wenn es einfach nur Scam heißen würde, wäre schon etwas schwierig. Ach ja. Na gut. Trotzdem bleibt noch die Frage, was machen wir jetzt? Die Welt bäumt Seekamm. Oh. Ja, Seekamm und Kosekanz, ne? Kosekanz, Mensch. Auch noch selber fragen. Wenn der Franzose guckt, Seekamm. Ja. Ich mach mal Musik an. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Maßnahme. Davon ab. Ich könnte jetzt Icarus weiterspielen. Es gab übrigens doch von Twitch Hinweise auf geschütztes Material für 3 Lieder. Einmal Dive into Heart. Into the Heart? Ich muss mal gucken, wie hieß das nochmal? Dann das hieß The Pirate. Okay, klar. Und wo ist denn das nochmal? Hier. Dive into the Heart. Destarty. He's a Pirate und End of the World. Ich kenne Wasser im Pool, ist Dive in too hard. Oh. Ja, okay. Ah, Ixion. Ich mag Ixion Musik. Wie bei Subnautica, wenn der erste Bass-Drop kommt. Ich lese nochmal ganz kurz. Schön Bass aufgedreht. Es ist ja noch vor 22 Uhr. Ich habe mal den Bass aufgedreht. Ich glaube, man hört es über das Mikrofon leider. Ich trinke mal was.
guter Löffel. Ich habe mir mal extra zu Weihnachten Löffel mit Besteck mit Nicht-Metallgriff gewünscht, weil ich das immer furchtbar finde. Also was heißt furchtbar? Aber weil es halt immer unangenehm ist, wenn man erstmal eiskalt Metall anfasst. Und Holz ist halt einfach ein bisschen angenehmer, wärmer. Ja. Ich dachte erst, es seien zwei Zimtstangen. Oh Gott. Das wäre ein bisschen viel. Aber dann glänzt es zwischen dem Holz. Ach ja. Dreh mal den Mast ein bisschen wieder runter, sonst hört das Mikrofon mit. So, bleibt trotzdem noch die Frage, was haben wir denn so zur Verfügung? Avorion. Ich werde jetzt keinen VR anstarten, das dauert zu lange. Dungeons 4, Frostpunk, Icarus, KSP, Shellshock Live, Stranded Alien Dawn, Tales of... Na, das spiele ich nur so. Tetris Townsman, Topico, wobei ich das wieder deinstallieren würde so langsam, und Warpips. So viel Bass, der GS grisselt. Ja, das liegt eigentlich ja daran, dass ich die Frontalbeleuchtung ein bisschen weniger hell gemacht habe. Jetzt ist weg. Könnt ihr mal wieder bei War Thunder oder WoWs reinschauen. Auch das geht. Oder eine Runde Rise of Nation, weil ich das gerade sehe. Ich glaube, das fände ich gut. Ich spiele mal eine Runde Rise of Nation, komm. Das ist, schöne klassische Strategie. Wir sind ja heute eh bei eher älteren Spielen. Rise of Nations. Oder auch Riese der Nation. Die Güte, Fröntalbeleuchtung. Gerne. Ich hab, ja. Muss ich ihn dazu. Ja, Microsoft Games. So, jetzt werde ich wieder Bio-Vollbild und so. Upp. Naja, und die Musik kommt aus. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob das so hinhaut. Das Problem ist auch, dieses Spiel lässt sich in 4K nur schlecht spielen. Wegen winzig kleinen Buttons. Aber das sieht doch ganz gut aus, oder? Auch ein ganz klassisches Spiel, ohne Welteroberungskampagne, ohne irgendein Gedöns. Schnelle Schlacht. 1 gegen 4. Ich glaube nicht. Mach mal 1 gegen 2. Ja, kann ruhig so bestehen bleiben. Farbe blau, Schwierigkeit mittel, Team 1, Team 2. 2, Atlantische Seemacht, Kartengröße Standard, Spielgeschwindigkeit normal, Spielregeln Benutzer definiert. Spielemods. Es gibt keine. Anfang mit Kleinstadt. Rohstoffe Standard, Technologie normal, Karte zeigt normal, Bevölkerung gibt nur 200. Erstürmungsregeln Standard. Frieden für die ersten 10 Minuten. Das könnte man eigentlich machen, so die ersten 15 Minuten oder so. Anfangszeitalter, Altertum, Endzeitalter, Informationszeitalter. Eliminierung, Hauptstadt, Sieg, Standard, kein Weltwundersieg, kein Territoriumsieg, Skript. No News, wer will denn ohne News spielen? Keine Nationen stärken, keine Spezialeinheiten, nö, nö, nö. Das ist denn kooperative KI, sie steuern die Geschicke ihrer Nation gemeinsam mit einem Computerspieler. Oh, okay.
Wie beim Metzger, schnelle Schlachten. Ei. Was haben wir denn hier noch für Optionen eigentlich? Ach, die Option. Ja, okay. Na dann. Wieso hat sich das denn hier wieder auf Zufall gesetzt? Ich spiele ruhig die Deutschen. Mit denen spiele ich irgendwie relativ gerne wegen... aus Gründen. Ne, die haben tatsächlich hier das, was ganz oben steht. Weiterentwicklung für Kornkammer, Sägewerk, Schmelzhütte günstiger und früher erhältlich. Das ist halt tatsächlich recht hilfreich, gerade für den Anfang. Jetzt hat der Computer... Aber ich habe doch gar nichts gedrückt hier. Was ist denn da los? Team 2? Team 2? Oh ja. Bin mir nicht so ganz sicher, warum das hier jetzt passiert. Aber legen wir los. Spieler mit Ach, weil der die gleiche Farbe hat? Och. Aber man kann die Farbe vom Gegner nicht einstellen. Das ist ja merkwürdig. Na gut. Auf geht's. Spezialeinheiten, Solduri, Barbaren, Vandalen, Landsknechte, Volksgrenadiere, MG42, Leopard, Tiger, irgendwie sowas. So, erstmal so viel wie möglich in neue Bevölkerung stecken, die dann neue Felder baut für neue Nahrung und dann wird das alles. Oh, ich bin direkt am Kartenrand, das ist ja hilfreich. Hier steht hier erstmal Ressourcen sammeln. Bevölkerungslimit 25. Eine Kornkammer zum Beispiel. Das hilft doch schon mal. Und ein Sägewerk hilft auch schon mal. Ja, Handelslimit muss ich dann erforschen. Weil ich gleich mit dem Bau von den beiden Gebäuden ans Handelslimit stoße. Handelsobergrenze, so hieß es. Bergwerk kann ich noch nicht bauen. Bibliothek haben wir ja schon. Aber dann lasse ich die erstmal einfach ein bisschen machen. So, Handelsobergrenze ist erreicht. Dann das nächste ist neue Gebäude Tempel. Ja, das wäre eine gute Idee. Und ein Marktplatz. Marktplatz ist auch eine gute Idee. Und vielleicht nochmal weitere Holzfällerhütte hier. Ich habe nicht genug Nahrung. Und nicht genug Holz. Und nicht genug Nahrung. Oh. Jetzt nehme ich schon 75 Nahrung ein. Brauche ich denn für die Holzfällerhütte? Natürlich Nahrung. Ach komm. So. Dann kriegen wir definitiv genug. Ich hätte gern einmal einen Händler, der mir hier die Pferde direkt sich snackt. Und hier oben gibt es auch nochmal was. Salz? Salz. Kosten der Kasernentruppen um 15% reduziert. Ja. Jetzt hätte ich gern nochmal... Brauch mehr Nahrung.
So, jetzt kann ich die schon mal irgendwo hier hinten hinschicken, damit wir die nächste Stadt gründen. Moin, nächste Stadt. Jetzt mal gucken, wie viele Leute bin ich hier über dem Limit? Immer noch über dem Limit. Jetzt bin ich bei 99, das passt. So, dann können die alle erstmal hier fröhlich Stadt bauen. Kriegen wir Salz dazu. Kann ich das Altertum erforschen, wenn ich genug Nahrung hätte? Bevölkerungslimit, da komme ich so langsam dran. Hier gibt es erstmal noch nichts. Die Gegner sind irgendwie schneller als ich. Warum? Das ist immer ganz was Neues. Ich habe wohl schon länger kein Rise of Nation mehr gespielt. Ja, sammeln wir mal das da ein. Und dann brauche ich Felder. Felder. Ein Marktplatz. Felder. Noch mehr Felder. Klassik erforschen. Und danach nochmal Handel verbessern. Und dann kann ich hier schon mal eine Karawane erstellen, die mir dann mehr Geld bringt. Computer hat die Klassik erreicht. Ich auch. In Kürze. Ach, ich wollte doch warten, bis ich die Handelsobergrenze machen kann. Verdammt. Bürger teuer. Warum sind die Bürger so teuer? 38 Nahrung. Den kann ich auch noch nichts erforschen. Nee. Handelsobergrenze. Das kostet mit jetzt. Ach, das kostet jetzt Wissen. Wann kann man Sägewerk? Ja, dann machen wir erstmal das hier. Und ich hole mir doch weitere. Und ich baue mal einen Hafen. Und eine Universität. Und mehr Geld hätte ich gerne. Und die Karawane ist schon unterwegs. Dann baue ich schon mal, bereite ich schon mal die nächste Stadt vor. Minen bauen. Kann ich hier unten auch schon mal anregen. Hier oben. Ja, direkt. Nicht direkt noch eine. Dann kann ich hier einmal eine Schmelzhütte bauen. Und hier unten würde ich auch eine bauen. Ich bin auch eher eine Handelsobergrenze. 110 Holz. Oh, habe ich nicht. Dann lass mich den Senat hier bauen. Und eine Universität brauche ich auch noch. Habe ich nicht genug Holz für. Einen Moment bitte. Kann ich hier nicht. Ach, Handel braucht erst Handelsstufe 2. Toll. Sehr gut funktioniert. Ich kenne doch die Rise of Nation Musik. Einen Fischer hätte ich gerne. Und vielleicht ein leichtes, schnelles Schiff, das man erkunden kann.
Hier, automatisch erkunden, bitte. Dann, hier unten ist nochmal was. Obsidian. Kann ich nochmal einen Händler für bereitstellen. Dann hier nochmal ein paar Wissenschaftler anstellen. Dass die sich auch immer so anstellen. Tut mir leid. Dann... Wir sind eine Republik. Oh, die Handelsobergrenze ist nicht mehr erreicht. Sehr schön. Kann ich hier nochmal das her hinbauen? Und dann kann ich das hinbauen. Und ich müsste längst eine nächste Stadt bauen. Da ich im Moment so viel Eisen habe, würde ich das halt auch... Würde ich auch die Leute davon nehmen. Holz. Der Senator. So, jetzt können wir erstmal schauen, dass wir hier wieder Nutzholz aus... Put. Ausput, ja. Ja. Da stand Nutzholzausstoß. Na, mal gucken. Jetzt könnte ich... Erstmal wieder kann ich neue Dorfbewohner hier erstellen. Jetzt kann ich zum Beispiel mal hier Eisen verkaufen und dafür Wissenschaftler anheuern. Död, död. Es hat död gemacht. Tock, tock. Ah, und die Stadt hier unten ist gebaut. Das ging ja schnell. So. Dann auch für euch einmal einen Tempel bauen. Dann eine Uni bauen und einen Marktplatz bauen, wenn ihr genug Holz hättet. Grrr. Oha, das ist gut. So, hier brauche ich noch eine Mühle. Eine Kornkammer. Wieso klang dieses Delü gerade wie von Black and White? Tüderlü. Okay. Das klingt halt einfach wie bei Black and White, wenn so ein Haus fertig gebaut wird. So, hier. Feld. Sägewerk. Im Sägewerk bleibt Sägewerk, da sägen wir gern Holz. Noch einen Marktplatz bauen, das darf ich auch nicht vergessen. Nubia, Hauptstadt verlegt nach Aidab. Zwei weitere Karawanen. Das Obergrenze ist gerade mein Problem geworden. Also machen wir das. Und ich hätte gerne noch eine Stadt. Ich habe schon wieder so viel Eisen. Könnte ich nicht irgendwo hier direkt Eisen verkaufen? So, dann brauche Abwehrmaßnahmen. Und ich sollte vielleicht auch mal die Forschung voranbringen für die Schiffe und so. Also ziemlich alles eigentlich. Och, mir fehlt alles. Karawane zieht weiter. Der Sultan hat Durst.
Ja nun. Habe ich nicht mal mehr genug Nahrung für eine Holzfällerlage. Wo ich hier... ich würde hier eher nochmal so und so. Bevölkerungslimit erhöhen, ja. Und Forschung. Und dann können wir alles hier rein... Nee, nicht alles hier reinstecken. Aber schon ein bisschen wäre hilfreich. Es ist schon wieder der Sound. Guck mal, jetzt habe ich Handelslimit auf Holz. Ich brauche mehr. Ich brauche mal Einwohner. Beim Einwohner, die eine neue Stadt bauen. Damit wir mehr Karawanen. Alter, was denn für eine riesige. Riesiges. Riesiger Berg. Frieden. In 5 Sekunden vorbei. Dann gibt's nur noch Krieg. Denn Krieg bleibt immer gleich. Erklären Sie den Krieg. Wie erkläre ich denn den Krieg? 450 Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Nochmal mehr Fischerhütten brauchen. Warte mal, da ist gerade ein Schiff gefahren. Natürlich, jetzt geht's los. Und da kommen die ersten Gegner. Es war so klar. Hier drüben auch? Nein. Ja, es sind eine ganze Menge. Mal mehr Einheiten. Nein, ich brauche mal mehr Kasernen hier. Wo sind sie denn, meine Einwohner? Ich dann nochmal das hier und nein, das hier und Marktplatz habe ich nicht genug Holz für. Geht das wieder los? Na, bau mal damit.
So, kommt, greift an. Ich bin wieder an den Handelsobergrenzen. Schießpulverzeitalter. Ich wollte einen Marktplatz hier haben. Und noch einen Händler mehr. Eine Karawane, meine ich. Boah, sag mal, wie viel halten die denn aus, die Gegner an der Stelle? Aber es kann doch nicht so schwierig sein, da die paar Gegner umzunieten. Wie viel muss ich hier denn dagegen produzieren? Jetzt haben wir es allmählich. Eieiei. Ja, okay. Da brauche ich eher ein paar Brander. Ja, hier haben sie die ja schon umgenietet. Ich bräuchte mal neue Werften. Im Idealfall auch ein bisschen Verteidigung. Hier, Forschung sollte ich auch mal wieder weitermachen. Ah. Mehr Holz. Oh, Metall ist ja nichts mehr wert. Zumindest konnte ich erstmal im Groben nähere Umgebung sichern, die nicht auf mein Gelände einfallen. Na komm, 137 Holz. Und da kommen die nächsten Gegner. Medaille. Nächste
Nächstes Zeitalter. Vielleicht kann ich die ein bisschen technologisch übertrumpfen. Probieren es natürlich mit zwei Gegnernationen im Team. Haben die natürlich deutlich mehr personelle Kapazität, mit denen sie mich angreifen können. Oh, hier, kommt. Da unten wird angegriffen. Macht die Kanone kaputt. Wir haben wirklich den Monarchen mitgeschickt. Na dann. Wenn ich hier die ganzen Schiffe noch loswerden würde, so ein bisschen. Brander sind da eigentlich relativ gut für. Gerade gegen die großen Schiffe, aber ich wollte natürlich trotzdem mal ein bisschen was an Gegnern, an Möglichkeiten. Wer sind das? Dorfbewohner. Was machen die da? Das hier ist nicht so sehr sinnvoll. Schon wieder am Handelsoberlimit. Stufe 5 Wissenschaft. Brauch noch mehr Wissenschaftler. Für die Wissenschaft. Hier Universität. Ach, das ist der Kollege. So, die bauen hier alle fröhlich. Ja, noch mit einem Bombardierschiff. Ich glaube, ich muss meine Schiffe dagegen schicken. Ah, gut, dass ich hier gerade die Türme gebaut habe. Ach, hey. Es war dann doch schon mal sinnvoll, da die Türme zu bauen. Und hier habe ich die Linienschiffe. Oh, schön. Ich hätte gern was gegen schwere Schiffe. Ja, fahr doch darauf zu. So. Und kapusch. Sehr schön. Ach, da greift schon das nächste. Hier kriegen wir erstmal ein paar neue Soldaten. Das ist auch sehr gut. Hier haben wir welche. Stimmt, diese Versorgungsdinger könnt ihr nochmal bauen. Hier diese Versorgungskarawanen. Dann hier die ganzen Wissenschaftler. Und dann kann ich Forschung nochmal weitermachen, hätte ich genug Geld. Jetzt habe ich genug Geld. Was gibt es denn an Forschungsmöglichkeiten? Bismarck. Hat der Sound nicht abgespielt oder habe ich das noch nicht mitbekommen? Reichweite für Forst, Garnison für Türme und Forst. Ja, okay. Pling. Pling, pling. Da
kommen doch schon wieder Gegner an hier. Der hält aber lange durch. Und da oben kommen die nächsten. Mhm. Bräuchte auch mal Türme auf der anderen Seite. Nicht genug Metall. Ich bin an Metallobergrenze. Hm. Ich hätte vielleicht noch so ein... Na, kann ich auch nicht. Och Mann. Und hier arbeiten schon so viele drin. Aber hier kann ich doch noch mal Felder bauen lassen. Ich habe das Bevölkerungslimit erreicht. Immer nur Limits hier. Überall nur Limits. Seht ihr das? Das Spiel bremst mich einfach aus. Könnte ja mehr, aber ich darf nicht. Armes Magie. Oh ja. Hier. Geld? Nee. Das. Mehr Wissenschaft. Ja, mehr Metall. Patriotismus erhöht Verschleißschaden an Gegnern in ihrem Territorium. Ja, gerne. Was, lass mich hier oben auch nochmal eine Stadt hinbauen. Öl? Neue Rohstoff, Öl. Ja, Öl. Öl wird nochmal ein eigenes Kapitel. So, machen wir hier im Hintergrund mal eine Stadt, die viel Rohstoffe produziert. Wenn die hier vorne halt eher die Militärgeschichten bau. Ach, hier sind schon wieder zu viele Gegner. Und ich sollte vielleicht mal wieder Fischerboote bauen. Und da kommen wieder Gegner an. Geh dich mal einen Ticken zurück, dass da die Schiffe nicht auch noch mit angreifen. An der Handelsobergrenze. Wissenschaft. Auch eine bessere Handelsobergrenze, das wird dort nichts. Meine Schiffe kann ich noch nicht weiterentwickeln, ne? U-Boote wären halt ganz
Ganz nett. Ganz förderlich. Handelsobergrenzen Metall. Was könntet ihr mal hier bauen? Rotes vor. Schiffe schneller erstellen. Jo, das ist sehr sinnvoll. Kann gar nicht betonen, wie sinnvoll das ist, Schiffe schneller bauen zu können. Globalisierung, genau. Werden wir noch eine Aufklärung stecken. Ja, komm, mach das mal mit, das Weltwunder zu bauen. Hier kann ich auch noch mal ein paar Leute fürs Holzfällerlager herholen. Mitbauen. Nichts weiter, aber eine Forschung gibt's noch mal. Bombardierschiff ist jetzt nicht ganz so dramatisch wichtig. Ja, komm. Schauen wir uns mal das Öl an. Oh ja. Nochmal den Ausstoß von Ressourcen erhöhen. Trink was. Ja, Bismarck. Nope. Kein Bismarck. Schreib mal Bismarck mit C. Also mit CK, so. Bevor es hier wieder... Bismarck mit CK. Bade. Ah, der hat Überplattform. Der ist mir voraus. Was soll das? Ich brauche doch Bombardierplattform. Der ist mir einfach voraus. So, jetzt geht's los. Ich brauche Öl. Wie viel? Ja. Ich meine, hallo, es geht um Öl. Chaos, wo bist du, wenn man dich braucht? Bismarck ist noch im Cooldown, was? Och nö. Ah ja, Bismarck mit CK ist quasi die Antwort. All unsere Fragen, das Leben und so. Hier kommt einer von euch, Öl. Einer von euch, Raffinerie. Werden wir erstmal Großkampfschiffe und alles gebaut. Jäger und Panzerbüchsen und Panzerwagen und Artillerie und Speer und leichte Panzer. Er hat wirklich Großkampfschiffe da stehen. Frech. Einfach frech. Nein, ich habe noch nicht genug Öl dafür. Mehr Öl. Ja. Mehr Öl. Ja. Mehr Öl. Und ich hätte gerne nochmal hier dann... Ach, komm schon. Das nächste Weltwunder gebaut. Einkommen vom Reichtum? Eigentlich nicht schlecht, ne? Aber... sie erhalten sämtliche Bodentrum- und Flugkost-Weiterentwicklung kostenlos. Ich baue die Freiheitsstatue aber sowas von. Bin schon wieder am Limit. Ah, jetzt nicht mehr. Halt, einer von euch geht noch mal da mit. Was haben wir hier? Erhalte 100 Öleinkommen und 500 Öl. Erhalte den CEO, Patriot General, der dir zusätzlich Verteidigungsreichweite und Heilungsboni verleiht. Oder Fabrik, Luftwaffenstützpunkte und Dockeinheiten sind billiger und schneller zu bauen. Ja, ich glaube schon, das ist auf Dauer ein bisschen sinnvoller. Brauchen wir noch Besseres? Oh. Die holen. Die holen ja auf hier. Ui, Zerstörer. Was sind das denn gegen Zerstörer gut?
U-Boote. Ui, die ganzen U-Boote von den Gegnern. Ei, ei, ei. Ich muss mal... muss mal Schiffe bauen. Toll, danke. Windows, das ist ja... genau der richtige Zeitpunkt für so eine Einblendung. Ja, jetzt haben wir es doch. Ja, jetzt noch zwei, drei U-Boote und dann... haben wir es doch. Magdeburg ist die neue Stadt. Ja, lass mich auch mal einen Fliegehorst bauen. Kann mir da Artillerie helfen gegen die maximale Bevölkerung? Oh, ich sag ja. Der Gegner hat natürlich Vorteile, was das angeht. Stark gegen Flugzeuge, aber nicht gegen Schiffe. Wir brauchen noch was anderes. Oh, ich kann einen MG bauen. Gewehre schwach gegen Panzer. Das hilft mir leider noch nicht so richtig. Ja. Schwach gegen schwere Infanterie. So, komm. Einmal hier rüber und kaputt machen. Er hat da so viele U-Boote leider. Die U-Boote sind wirklich stark. Stark gegen U-Boote. Die leichten Schiffe. Schwerenkreuzer gegen die leichten Schiffe. Die U-Boote gegen die schweren Schiffe. Und der Zerstörer gegen die U-Boote. Und hier. Der versenkt meine... Ah ja, die haben das Weltwunder gebaut. Metall. Massives Fort mit hoher Reichweite. Achso, ja. Mhm. Das könnt ihr natürlich hier hinbauen. Wirkt wie eine eigene Stadt. Ich bin schon wieder an der Handelsobergrenze. Nur Öl. Öl geht noch. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn dann hier hinten. Hier hinten. Luftabwehr. Mal anfangen zu bauen. Leider hilft mir das hier noch nicht so ganz. Ach. Ja, repariert mal. Vielleicht kriegt ihr das noch hin. Könnt ihr denn hier noch machen? Hört die Anzahl an Städten? Mehr Gold zum Beispiel wäre hilfreich. Also mehr Karawanenbau. Leider sind meine ganzen Schiffe schon wieder versenkt worden. Die hauen hier direkt leider ein bisschen viel. MG 42, deutsche Spezialeinheit. Herren gegen feindliches Fußvolk. Oh, Tiger, deutsche Spezialeinheit. Weitaus wirkungsvoller als gewöhnliche Panzer. Oh, sehr schön. Das ist fertig geworden. Nächstes Wunder. Eiffelturm, mehr Öl. Ausgerechnet der Eiffelturm Öl gibt.
Computerwissenschaften in der Moderne. Hier repariert mal die Stadt. So, Weiterentwicklung. Mit den Landeinheiten hier was anfangen kann. Gegen die Gegner. Oh, es geht sogar. Unsere Stadt München wird von Xerxes angegriffen. Eher Ei-Boote, U-Boote. Aber die sehen gar nicht nach einem U aus. Ach so. Ach hey. Es tut mir leid, ich habe deine Nachricht nicht so ganz mitverfolgt. Hundertprozentig. Jawohl, da sind die gegnerischen U-Boote kaputt. Und ihr Zerstörer, kümmert euch mal um die. Oh, der hat da wirklich Großkampfschiffe und so. Flugzeugträger. Boah, ich fand das so gut, als ich herausgefunden habe, wie in Civilization die Flugzeugträger funktioniert haben. Wenn man erstmal weiß, wie die funktionieren, sind die halt echt mächtig. Aber da muss man halt auch erstmal hinter. Achso, ne, General. Der General aktiv ist jetzt nicht so. Bevölkerungsobergrenze. Ja, machen wir nochmal. Einmal alles erforschen, was wir so kriegen können. Der General hierher. Versorgungswagen können hier mit ran. Na, guck mal, da haben wir jetzt schon mal. Ah, Gegner an Land. Perser, was? Nuklearwaffen? Kann man schon Raketensilos hier bauen? Wir können Raketensilos bauen. Na, guck mal, ich komme so langsam wieder ein bisschen gegen die Schiffe an. Den hier müssen wir natürlich noch mal ein bisschen umbauen. Mangelt an Metall. Jetzt ist Metall natürlich teuer. Dafür habe ich ohne Ende Nahrung. Eiffelturm fertiggestellt. Yay. Okay, das lasse ich mal so. Hier kümmert euch das erstmal um das U-Boot. Wer sei? Wer seid ihr denn? Oh. Den Kreml. Oh, das ist vielleicht im Moment eine schwierige. schau mal, komm mal her. 2300 Metall. Xerxes hat Nuklearwaffen entwickelt. Na, hurra! Mir eigentlich nicht so viel im Moment. Aber ich wurde noch nicht erobert. Das ist schon mal ein Vorteil. Hier, Bomber. Damit kann ich gegen Schiffe vorgehen. Und gegen alles, was so über Land ist. Ja, ich hab doch gerade genug Nahrung. Holz gibt's auch genug. Brauche ich mal so ein bisschen an den Wundern. Kann man sich schon mal wundern. Wer seid ihr denn? Der Krempel.
Okay, das ist, ja, das ist gut. Oh, zwei Rakete. Ist das auch eine deutsche Spezialeinheit? Konventionelle Raketen. Nee, das ist keine Spezialeinheit. Nee, ich bin hier. Oh. Ich brauche wieder neue Schiffe. Ich muss mal neue Schiffswerften bauen auch. Ich krepe hier immer noch mit den zwei Werften rum. Hier, bleibt mal alles schön hier. Hinten. Ach, jetzt hole ich die alle von dem Metall weg. Weil ich eigentlich am wenigsten habe. Ah, jetzt haben wir hier erstmal Schiffe. Flugzeuge gegen Schiffe. Ach. Flup, flup. Flup, 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 flup. Da sinken die Schiffe. Ja, da. Irgendwie hat das offenbar eben dann noch nicht ganz geklappt. Meine Stadt ist ziemlich im Argen. Hier kommen Stufe 8. Ach, die Gegner sind schon bei Stufe 8. Das Problem ist nur, ich habe das Gefühl, ich kann den Gegner nicht angreifen, weil ich halt einfach nicht genug Einheiten dafür herstellen kann. Künstliche Intelligenz. Oh, der ist schon ein bisschen weiter als ich dann. Ich kann es eigentlich nur einmal versuchen, so einen Angriff auf den Blauen zu starten mit dem, was ich habe. Dann versuchen wir mal hier rüber zu kommen und eine Stadt einzunehmen. Handelsobergrenze sieht im Moment ganz gut aus. Mal gucken. Ja, auch stark gegen Gebäude und Schiffe. Na, jetzt nochmal. Letzte Aufgebot an Einheitenverbesserung. Ach, ich habe direkt alle Einheitenverbesserungen. Das kommt durch die Wunder. Von den Einheiten ist nicht viel angekommen. Ja. Ich fürchte, ich werde es nicht hinkriegen, den Gegner wirklich anzugreifen. Mal gucken. Wir versuchen es mal. Ich habe da jetzt erstmal eine Menge an Schiffen. Raketenwerfer, Panzer, Bähpanzer. Ja. Mit Infanterie eingenommen werden. Na gut, die. Greift mal das an, was ihr am besten könnt.
und dann lass mich jetzt nochmal versuchen, da die Stadt einzunehmen. Die Schiffe sind zumindest schon mal reduziert. Wieso fliegen hier die Flugzeuge im Kreis? Die können doch auch hier angreifen. Ja, die Flugzeuge. Wenn die hier angreifen, würde mir schon mal einiges an Last abnehmen. Jetzt haben wir ganz viele Schiffe, die können wir da hinschicken. Und dann kommt das Militär hier rüber gewandert. Ich habe kein Metall. Okay, der hat jetzt auch eine Menge an Flugzeugen da, aber gucken, ob es hilft. Ah, genau hier. Und ich habe noch kein Atomschild. Autsch. Aber es war nur eine kleine Atombombe. Eieiei. Wobei man aktuell ja schon Kombo sagen könnte. Okay, mal gucken, ob ich den Clip gut treffe. Na, so semi. Okay. Hab ich denn da verpasst? Auch wieder Luftabwehr, ne? Die habe ich ein bisschen außen vor gelassen. Ja, bei der Artillerie ist es. Flugabwehr-Raketenpanzer. Flugabwehr-Raketenpanzer. Und natürlich ein bisschen Artillerie darf auch nicht fehlen. Ich habe es doch hingekriegt, dass ich hier zum den Konflikt zum Gegner bringe. Und Lila kommt hier zum Glück nicht durch meine... Na, du weißt schon. Och nö. Vielleicht die nächste hier unten. Der macht meine Wirtschaft kaputt. Das ist nicht so gut. Dann baut doch mal wieder die Universität auf und hat hier einen Hafen stehen und Luftabwehr wäre auch hilfreich und mein Feld und meine Kornkammer und hier die Mine. Das sollte ich hier oben dann wohl auch nochmal machen, dass ich hier meine Stadt wieder auf Vordermann kriege. Oh, hey, guck mal. Wir kommen hier tatsächlich voran. Lass mich mal hier Soba einnehmen. Das ist die nächste Hauptstadt, die er sich auserkoren hat. Rohstoffe kaufen.
nochmal wieder ein paar Schiffe bauen. Einzelangriff wird er jetzt auch nicht unbedingt lange machen. Und wie sieht's hier aus? Erstmal ganz okay. Jetzt kriegt er hier natürlich erstmal wieder ein bisschen Oberwasser, weil ich ja gerade erstmal die Stadt angreife. Statt die feindlichen Einheiten. Kann mit Infanterie eingenommen werden. Man macht erstmal ein Stück weit da weiter. Und hier, hier kann sich drum kommen. Ach, haben wir schon. Ah, da sind gegnerische U-Boote. Verdammt. Stopp mal kurz. Okay, hier muss ich mich... jetzt greift natürlich wieder an. Großartig. Einheiten werden sofort erzeugt. Ich hätte gerne hier Raketenabwehrschild. Braucht Metall. Eine Menge Metall. Das ist es. Och, Mensch, ich brauche ein Raketenabwehrschild. Dringend. Ich verkaufe jetzt ganz viel Öl und kaufe dafür Raketenabwehrschild. So, dann brauchen wir Nahrung. Weiß, jetzt habe ich gerade mit dem Angriff da unten beim Gegner Probleme. Ohne Wirtschaft hilft das alles nichts. Sägewehr kann man schon. Melzhütte wurde abgebaut, abgerissen. Der Marktplatz. Nein, der Tempel. Die Universität ist in Ordnung. Bibliothek. Ah, Spion können wir mal auf die Rundreise schicken hier. Also, erstmal muss ich wieder mit Schiffen vorankommen. Dass der mich schon mal nicht mehr angreifen kann. Achso, ich habe jetzt diese Möglichkeit. Dem Metall fehlt. Ach, ja je. Ja, ist ja, ich muss meine... Wirtschaft wieder voranbringen. Ach ja, hier war ja noch ein Sägewerk. Hier. Aber Holz habe ich ja. Nahrung ist das Problem. Bauenkammer haben wir hier schon. Kann ich noch mal eine Stadt bauen? Nur für Holz... nur für Nahrung? Hier haben wir noch drei Leute, die an Metall gehen könnten. Nahrung ist hier schon komplett. Nahrung ist hier auch komplett. Eisen. Hier ist die Eisenmine noch nicht wieder gebaut. Und Nahrung fehlt hier noch. Ich habe die Stadt hier nicht wieder richtig aufgebaut. Tempel, was? Lutein, was? So, jetzt sind wir wieder an den Handelsobergrenzen. Sehr schön. 6600 Gold und 8800 Wissen. Apropos Wissen. Die Universität hier wurde auch kaputt gemacht. Hier, Marktplatz. Weltregierung erforscht.
Dann kann ich hier im Markt nochmal wieder zwei Karawanen bauen. So, die Stadt gehört interessanterweise immer noch mir. Immerhin. Was war denn das? Hauptsächlich will ich da hin. Und dann kann ich hier mal Leute, Einheiten rüberschicken. Und Einheitengrenze erreicht. Hier, Handelsobergrenze wollte ich aufs Maximum anheben. Ich brauche dafür aber noch mehr Wissen und mehr... Ja, okay. Dann hier. Ach. Wissenschaftler gehören zu den Einheiten. Limits. So, Metall habe ich noch nicht, Maximum Holz habe ich. Hier sehen Effizienz 99%, Effizienz 88%. 99, so. Bin ich ziemlich knapp am Handelslimit. Nicht Luftabwehr bauen. Oh, was? Der Gegner hat aufgegeben, hier der Blaue. Ah, damit habe ich noch nicht so schnell gerechnet. Warum habe ich nicht damit gerechnet, dass der die Stadt hier nicht wieder erobert gekriegt hat? Ich habe ja Ewigkeiten hier nichts gemacht, gefühlt. Komm schon. So, Handelsoberland mit Maximum. Uff. Junge, Junge. Und das Gluten, du Stempel, war einfach nur random. Aha. Den Wortlaut kenne ich doch. Muskatnuss, Herr Müller. Ich weiß auch nicht, woher. Achso, das hattest du ja mal gezeigt. Also, so viel weiß ich noch, aber ich meine, ich weiß nicht, warum. Ja. Weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Kann ich hier nicht nochmal was für Metall tun? Schmelzen bauen hier irgendwo? Ich kann noch eine Schmelze hin. Sie können die Position sämtlicher Einheiten, Gebäude, Gebiete auf der Karten sehen. Sie erstellen Luftfahrzeuge und Raketen 100% schneller und günstiger. Sie sind gegen die Auswirkungen eines Nuklearembargos immun. Wie Holz und Nahrung. Wow. Da haben sie aber Soundeffekt überlagert. Jetzt gehören die ganzen Städte mir. Alle Zeitwege, alle Eingliederung von Städten und Eliminierung feindlicher Hauptstädte sofort. Ah. Aber ich werde hier jetzt meine ganzen Leute mal zurückpfeifen. Die quasi alle mal hierher kommen. Zumindest soweit möglich. Die ganzen Schiffe müssen erstmal hier hin. Ja gut, der wird ja durch Verschleißschaden kaputt gehen. Oh. Tarnkappenbomber. Was ist eigentlich mit den Bombern, die ich hier hatte? Die sind schon weg. Ich habe ein 250er Bevölkerungslimit. Oha. Wo wollt ihr alle hin? Bald. Greif mal lieber so Städte hier oben an.
Greif mir lieber hier an. Na dann, komm mal rüber hier. Was sind das hier alles für Wegweiser? Ah, de 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 de. Jetzt weiß ich, warum der Gegner nicht angegriffen hat. Oh. Ja gut, okay. Das erklärt einiges. Ja. Okay. Gut. Vielleicht immer in der Nähe irgendwas, was sie plätten können. Wenn ihr seid Tarnkappenbomber. Ein paar Hubschrauber können wir auch mit dazu holen. Oh, wo wollen die denn alle hin? Nehmen wir direkt ein Auto. Positionierung hier. Wie hier so eine Reihe an Helikoptern. Ne, und nicht die haben. Ich will die Hubschrauber haben hier. Mein Raketenangriff auf Helios entdeckt. Ey. Ja, die können hier erstmal alles platt machen, was in der Nähe ist. Der hat hier auch gut Verteidigung gebaut. Die Forts sind tatsächlich relativ... Also, in der Masse sind die recht stark. Und hier kann ich jetzt... ups. Effizienz 98. Bei den Metallern. Effizienz 99. Nahrung. Effizienz 94, da ich nicht. Ja, das reicht schon. Öl. Auch nicht so viele Arbeiter auf Öl. 80, passt. So, und jetzt können wir mal ein paar Einheiten erstellen hier. Plönk. So, damit kann man ein bisschen was erreichen hier. Oh, ich kann gar nicht so viele Einheiten auswählen, die ich produziert habe hier. Habe ich hier noch Einheiten? Ja, so ein paar. Wir sind alles einfach nur Gebäude, ohne Ende Gebäude. Ich kann mir die Weltregierung nicht leisten. Kauf mal ein bisschen Öl. Kauf dafür ein bisschen Nahrung. Forschung beendet. Gehört mir die Stadt hier sofort. Hier wollte ich das hier angreifen. Ein paar von denen können hier weiter da kämpfen. Die bewege ich mal dahin. Passiert, wenn man keine Verteidigung hat. Wie oft will der denn noch mit dem Weltraumprogramm anfangen? Aber wieso hat der eigentlich zwei Hauptstädte?
Ach, die Raketenabwehr läuft. Aber die macht erstaunlich wenig Schaden gegen die strategischen Bomber. Tarnkappenbomber gegen Schiffe. Das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Vom Fortschritt her. Kommt, auf geht's, nächste Stadt. Kann ich hier vielleicht nochmal die Luftabwehr ein bisschen da oben hinschicken? Eigentlich können wir einmal auch so eine Interkontinentalrakete irgendwo hier reinsetzen. Das ist die große. Die macht ein bisschen mehr Wumms. Da gegen Gebäude und Infanterie? Okay. Die Raketenartillerien hier. Aber eigentlich müsste der Gegner in Bälde auch aufgeben. Na gut, dass er hier noch. Es ist nicht mehr so ausschlaggebend. Aber ich habe schon wieder sehr viel weniger Einheiten. Was soll denn das? Ach, und jetzt habe ich nicht mehr die 250 Einheiten zur Verfügung. Schau mal an. So, was machen die hier? Ich baue mal das Weltwunder mit dem Einheitenlimit. Kann ich noch nicht. Hä? Was mit dem Anlagenlimit? Was ist denn mit dem, was ist denn mit dem Weltwunder, mit dem Einheitenlimit los, meine ich? Was ist denn? Wie ist denn das abhanden gekommen? Hat der das jetzt gebaut gekriegt hier? Oh, der hat tatsächlich wieder Einheiten hier. Der dreht tatsächlich nochmal das Blatt. Welches Weltwunder hat denn dafür gesorgt, dass man plus 50 alle Einheiten machen konnte? Na, irgendwie gibt's. Also ich habe ja nur noch die beiden hier zur Auswahl und der Koloss wurde ja zerstört hier. Oder können Weltwunder nur einmalig gebaut werden? Hier nicht irgendwo Luftabwehr mit? Mal Luftabwehr gegen das Ding.
So, dann machen wir nochmal einmal einen Raketenschlag, sobald möglich. Oh, mal wieder Luftabwehr. Ah, das ist quasi alles schon im Bau. Ich komme nur nicht hinterher quasi. Ach, hier die ganzen Weltwunder wurden ja auch zerstört. Was heißt die ganzen da des Porzellandingsturm? Ah, ihm hat durch Eroberung gewonnen. Sehr schön. Punktestand. Ja, gut, jetzt gegen Ende. Militär. Erschaffene Einheiten. 950. 142. Größte Armee. Hätte gern eher mal Wirtschaft. Gibt's nicht so eine Zeitlinie? Dann hilft ja nicht so richtig. Ah, Technologiediagramm. Oh, gut gehalten. Rohstoffe. Ja, okay. Territorium. Ja, gut. Hier war halt das Ende. Ja. Was? Der hat mehr Reichtum gesammelt. Ist ja frech. Na schön. Haben wieder Spaß gemacht. Möchten Sie wirklich beenden? Ja. Doch. Fliegeln, Fliege, Felgen, Forelle, Fluxi, Fuxi, Fliegen, X und Foxy. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Schlaft gut. Und wir sehen uns morgen Abend wieder mit Avorion. Machen wir kurz Musik an. Ich hab morgen frei. Weil mein Chef das wollte. Ich durfte nicht mehr arbeiten. Warte, wenn du Entschraudet spielen willst? Ich hätte frei. Nein. Nee, ich mach morgen auch ein bisschen was. Und ausschlafen. Was heißt das? Oh, ich kann morgen endlich wieder Xenoblade weiterspielen. Ja! Ja gut, das haben wir ja schon öfter die letzten Tage.
Yay, Buddy. Aber damit, gute Nacht, schlaf gut.